Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Bilder und dieses Squad hat gottverdammte 5 Lean und ja, schaut es euch an. Wir haben die Serie A drin, die Bundesliga, die portugiesische Liga, die Dingensliga, die französische Liga und die spanische Liga. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Ligen und das ist einfach nur krank. Aber es ist ein schönes Team, meiner Meinung nach. Und ja, im Tor haben wir Lopez, ein richtig starker Keeper, den ich schon in wenigen Teams hatte. Und ja, Naldo ist dann unser erster Innenverteidiger, richtig starker Innenverteidiger mit 73 Tempo, 83 Defensive und 75 Physical. Auf jeden Fall richtig, richtig frische Werte. Dazu ist er noch recht groß. Alex ist dann unser zweiter und das ist eher der richtig defensiv und physical stark ist. Naldo ist hier eher der schnellere und nicht der stärkere. Und ja, richtig starke Werte auch meiner Meinung nach. Und ja, der rechte Verteidiger ist Konko mit 86 Tempo, 80 Physical, 32 Defensiv und dann nochmal 77 Dribbling in 73 passt. Ein absolutes Biest auf dieser Position, meiner Meinung nach. Und ja, der linke Verteidiger ist dann Alex Sandro, 84 Tempo, 81 Tempo, 74 Passen, 77 Defensive, 77 Physik. Das sind kranke Werte. Und ja, der erste zentral defensive Mittelfeldspieler ist Luis Gustavo, ein richtig starker defensiver Mittelfeldspieler mit 83 Defensive und 82 Physik. Das hat er noch 74 Tempo, 72 Passen, 73 Dribbeln, also richtig starker Allrounder und dann noch defensiv physical nochmal aufgepusht. Und ja, Gil Awugi ist dann unser zweiter zentral defensiver Mittelfeldspieler und der hat 70 Tempo, 74 Defensive, 79 Physical, auf jeden Fall richtig starke Werte für einen guten Silberspieler. Dazu hat er nur 63 Schuss, 69 Passen, 78 Dribbeln, fast alle Werte über 70. Und die Werte, die über die unter 70 sind, die sind auch nahe an 70. Und ja, deshalb ist es ein richtig starker zentral-defensiver Mittelfeldspieler. Der erste zentral-offensive Mittelfeldspieler ist Igor Küf. 68 Tempo, leider ist nicht so gut, das hört er, aber 71 Schuss, 80 Passen, 78 Dribbeln. Und ja, das sind eigentlich so seine Stärken. Passen, er macht da den Stürmern, macht er da schöne Pässe in den Lauf, kann er auch noch ein bisschen dribbeln und der Schuss ist auch gar nicht so verkehrt. Und ja, ein recht solider zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Der zweite ist dann Oscar mit 81 Tempo, 80 Passen, 85 Dribbling. Dazu hat er noch 75 Schuss. Und ja, jetzt der Physical ist nicht so gut, aber egal. Diese Werte, die vier Werte da oben, die sind einfach nur krank gut. Und ja, der erste Stürmer ist dann Loic Remy. 90 Tempo, 80 Schuss, 74 Dribbling, 71 Physical. Und der hatte doch 68 Passen. Das heißt, wenn er mal nicht so gut klarkommt, kann er auch nochmal schön Pass machen. Und ja, der zweite Stürmer ist dann Lacazette. 88 Tempo, 83 Schuss, 85 Dribbling, 72 Passen, 75 Physical. Das ist so ein Biest. Der kann einfach, der ist schnell. Der hat einen guten Schuss, kann gut passen, kann super dribbeln. Und hat dann noch Stärke. Dann leider nur Fitch Defensive, aber das ist aus dieser Position so unwichtig. Und ja, das ist das Team. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben dabei. Und ja, dann würde ich sagen, war's das von diesem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.